Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge unseres allerersten Podcasts. Ja, Time for Crime heißt es hier. Und es geht hier um Serienmörder, um Vermisstenfälle und natürlich um gelöste und ungelöste Mordfälle. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns gefunden habt, dass ihr uns zuhört und und hoffen, dass wir euch interessanten Content liefern können. Und ja, dann stellen wir uns gleich einmal vor. Hallo, ich bin Nadine. Ich bin 38 Jahre alt noch und komme aus der Nähe von Hamburg. Ja, ich höre mir sehr gerne True Crime an und Kathi und ich, wir sind auf die Idee gekommen, einfach auch einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das so rüberkommt, wie das so läuft. Ne, Kathi? Ja, genau so sieht's aus. Zu meiner Person noch, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und bin 36, genau. Und beschäftige mich auch schon, keine Ahnung, seit 15 Jahren oder länger schon mit diesem Thema. Und ja, das lässt dann halt nicht los, ne? Ja, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach in den ersten Fall, den ich mir überlegt habe. Es ist ein Serienmörder, ein deutscher Serienmörder. Vielleicht haben einige von euch schon mal von ihm gehört. Und zwar geht es hier um Jürgen Bartsch, auch Kirmesmörder genannt. Ja, einmal zu Jürgen. Er gehörte zu den sadistisch geprägten und zu Gewalttaten neigenden Tätern, der auf Kinder fixiert war. Im Jugendalter zeigte sich dies schon, also seine pädophilen Neigungen, als er im katholischen Internat Marienhausen war. Sein psychologisches Gutachten bestätigte dann später auch seine pädophilen sexuellen Neigungen mit sadistischen Zügen. Ja, er litt auch unter Paraphilie und führte seine Taten, so wie er das in Interviews wiedergespiegelt hat, unter unwiderstehlichem Drang aus. Paraphilie, muss ich jetzt einmal mal dazu sagen, kannte ich jetzt auch nicht wirklich. Das sind die sexuellen Neigungen, die sich unter anderem auf unbelebte Objekte beziehen, aber auch auf Kinder und Tiere, die dann mit Demütigung und Schmerz einhergehen. Also, ja, das ist schon nicht ohne, würde ich mal sagen, ne? Oder was sagst du dazu? Unbelebte Objekte. Also, ich habe das schon mal gehört, dass man sich in ein Flugzeug verlieben kann oder in ein Auto. Meinst du sowas? Ja, kommen wir dann einmal dazu. Also, der Jürgen Bartsch hieß ja nicht immer Jürgen Bartsch. Er wurde als Karl-Heinz Sadrozinski geboren und zwar am 6. November 1946 in Essen. Seine Mutter ließ ihn dann im Krankenhaus zurück, also hat ihn dann sozusagen dort schon verlassen und alleine gelassen. Er war dann auch ungefähr ein Jahr lang in diesem Krankenhaus. Und da haben sich halt wirklich nur die Schwestern total, also die Krankenschwestern, total rührend um den kleinen Jürgen gekümmert. Oder Karl-Heinz hieß er damals ja noch. Und irgendwann kam dann die Familie Bartsch in dieses Krankenhaus und wollten halt einen Jungen adoptieren. Ja, die Krankenschwestern und die Ärzte haben halt gesagt, ach, der Junge, das ist so ein Lieber. Der wäre genau der Richtige für sie als Adoptivsohn. Dann haben sie sich auch für Jürgen entschieden und
Dann hieß er halt Jürgen Bartsch daraufhin. Ja, also unbelebte Objekte steht halt in der Definition drin, würde ich auch so sehen. Aber wenn wir dann vielleicht falsch liegen, vielleicht können ja einige Zuhörer uns über Instagram uns eines Besseren belehren. Man lernt ja immer dazu, aber ich würde das jetzt auch so sehen wie du. Also mit den unbelebten Objekten, ja, auf jeden Fall. Ja, was es alles so gibt, ne? Aber gut, erzähl weiter. Ja, der kleine Jürgen hatte es mit seiner Adoptivfamilie nicht sehr leicht, da die Frau Bartsch ihm nicht so die Liebe zeigen konnte, wie es eigentlich für eine Mutter selbstverständlich ist. Ja, der Vater war auch nie wirklich da, weil er ständig am Arbeiten war. Sie besaßen halt eine Metzgerei und haben halt einen Familienbetrieb gehabt und haben da sehr, sehr viel Zeit investiert. Sein Vater war mal Oberfeldwebel und hatte einen sehr forschen Ton. Und ja, das war für Jürgen natürlich sehr angsteinflößend, immer laut, diese laute Stimme des Vaters auch zu hören. Und er hatte aber nicht nur vor dem Vater, große Angst, sondern natürlich auch vor seiner Mutter, denn die schlug ihn aus, keine Ahnung, aus Gründen, die man sich nicht vorstellen kann. Oder grundlos. Also das will mir immer nicht so, das kann ich mir immer so nicht vorstellen, wie man so sein kann, dass man Kinder wirklich so schlägt. Also das ist, weiß ich nicht, das ist krass einfach. Also man sieht schon, dass die Kindheit von ihm wirklich, wirklich nicht sehr angenehm für ihn war. Denn die Mutter, nachdem sie ihn schlug, war sie ein paar Minuten später, hat sie ihn in den Arm genommen und geküsst. Und ja, Jürgen verstand das nicht. Er hat sich gefragt, wie kann das sein, dass eine Mutter von einer Sekunde auf die andere ihn schlägt und dann wieder in den Arm nimmt und sagt, Mensch, du bist doch mein Junge, ich hab dich lieb. Ne? Also das ist irgendwie, ja, ein komisches Verhalten einfach. Ja, ich habe mir natürlich zu dem Fall auch eine Dokumentation angeguckt. Also gibt es auf YouTube und da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein, aber das war wirklich sehr, sehr interessant. Da sind auch Nachbarn zu Wort gekommen, die ihre Meinung dazu äußerten, was damals im Hause Bartsch passiert ist, was sie so mitbekommen haben. Der eine Nachbar sagte zum Beispiel, Frau Bartsch war halt sehr sauber. Das heißt, Jürgen durfte nie rausgehen mit Freunden spielen. Also er hatte auch keine Freunde dementsprechend. Er hat immer in seinem Zimmer gesessen, Radio gehört. Ein Radio hatte er zu dem Zeitpunkt, ja. War ja auch nicht selbstverständlich. Aber er durfte sich halt, sie hatte halt Angst, dass er sich auf der Straße schmutzig macht. Und das konnte sie überhaupt nicht akzeptieren. Also man muss sich mal überlegen, das ist ja so wie so ein Zwang eigentlich, ne? Ja, das ist ein bisschen cholerisch, ne? Oh mein Gott, ey, wie schlimm. Naja, da weiß man ja auch schon, was aus denen wird, ne? Ja, dann konnte er sich ja gar nicht so richtig entfalten, ne? Ja. Ja, wenn er denn Radio hörte, hörte er traurige Schlager vor allen Dingen. Er hat auch im Interview angegeben, dass er sehr gerne Freddie Quinn hörte mit dem Song Heimatlos. Wie der Name schon sagt, kann man sich ja vorstellen, dass er das so interpretiert hat, dass er sich da halt nicht wohlgefühlt hat und einfach für ihn war er wahrscheinlich selbst heimatlos. Ach Gott, wie verzweifelt muss man sein, aber irgendwo auch schlau, ne? Mit dem Bezahlen und so. So, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Richtig, genau. Er konnte sich nicht richtig entfalten. Ja, er hatte also keine richtigen sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen. Und halt irgendwann kam er zur Schule, ja. Aber da wurde er dann auch ständig verprügelt, ne, von Gleichaltrigen. Daraufhin schwänzte er die Schule. Er hat dann sogar seiner Oma Geld aus dem Portemonnaie geklaut. Und jetzt halte ich fest, dieses Geld hat er benutzt, um größere Kinder zu bezahlen, dass sie ihn beschützen vor den anderen, die ihn verprügeln wollen. Ja, und in diesem großen Interview sagte er dann aber auch, dass er sehr viel Spielzeug besessen hat. Er meinte, die Eltern spielten überhaupt nicht mit ihm. Er hatte als Beispiel, er hatte ein Quartett bekommen, was natürlich für mehrere Spieler eigentlich gedacht ist, und er spielte dies alleine.
Und er kann es bis, also bis heute, wollte ich sagen, er konnte es nicht verstehen, auch bis in seinem Erwachsenenalter hinein, wie Eltern so sein können, dass sie ihrem Kind ein Spielzeug schenken, welches man mit mehreren Spielern spielt und den Sohn aber alleine spielen lässt. Also er war sehr empört darüber und sehr traurig natürlich, und was man auch verstehen kann. Ja, die Eltern, ne, wie ich ja schon gesagt habe, die haben viel gearbeitet und irgendwie hat man schon so das Gefühl gehabt, dass sie ihn als Last gesehen haben, ne? Dann kam er nämlich in ein Heim, und zwar das Heim in Rheinbach. Und dort ging es ihm richtig gut. Das war das erste Heim und das war das perfekte, die perfekte Umgebung für ihn. Er hat endlich Spielgefährten gehabt, er konnte rausgehen, er durfte sich dreckig machen, also wirklich konnte draußen spielen und ne, in dem Alter weiß ich nicht jetzt, wie alt er da war, aber wenn man dann draußen tobt, dann fällt man mal hin, dann braucht man sich keine Gedanken machen, dass das jetzt so schlimm ist, dass die Hose dreckig ist oder so, ne? Also er hat wirklich, da konnte er sich wirklich wie ein Kind fühlen. Man hat ja schon vorher schon irgendwie, wenn man das alles hört, irgendwie auch Mitleid mit ihm gehabt, ne? Also ja. Genau, Mitleid, das habe ich eben auch gerade so gedacht. Ach Gott, es tut einem richtig leid. Ja, Mitleid, das ist das Wort. Aber wenn man halt weiß, was nachher passiert, dann denkt, also es ist ja immer irgendwie so, wenn man jetzt allgemein die Serienmörder sieht, dann ist immer irgendetwas, meistens immer irgendwas in der Kindheit vorgefallen, wo man dann auch sagt, so, ach Mensch, der Arme, ach Mann, der tut mir jetzt aber leid, dass das passiert ist. Und viele haben sich auch am Kopf verletzt, also diese Kopfwunden und die dann etwas auslösen an Verhalten, was dann später zu solchen Taten kommt, das ist schon faszinierend auf der einen Seite, aber auch wirklich sehr gruselig, würde ich jetzt sagen, ne? Oder was hast du? Ja, gruselig, genau. Ja, also wenn man so drüber nachdenkt, dann passiert in der Kindheit ganz, ganz viel. Und ja, wenn sowas passiert, dann ja, haben die natürlich einen weg, ne? Und dann setzt irgendwas aus und dann drehen die richtig durch, ne? Ja, aber dann kam der Umbruch und ich weiß gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll, weil die Eltern haben sich mit diesem Heim in Rheinbach in Verbindung gesetzt und es kam ihnen so vor, als wenn sie ihn nicht so streng behandeln, wie die Eltern das wollten. Die wollten gerne, dass er sehr streng behandelt wird, dass er wirklich Disziplin erfährt und das gab es ihres Erachtens dort nicht. Aber um jetzt noch mal drauf zurückzukommen, dieser Umbruch, der dann stattfand. Ja, Jürgen kam nach Marienhausen in das Knabenkloster und das war einfach die absolute Hölle. Da berichten selbst heutzutage viele Ehemalige, dass es einfach nur die Hölle war. Also die Kinder wurden ständig mit Besen, also unter anderem mit Besenstielen geschlagen. Ja, sie durften halt nur eine gewisse Zeit des Tages reden. Ansonsten mussten sie wirklich stumm sein. Durften sie nichts sagen. Ich meine, das ist in dem Alter, wenn man, ich weiß es nicht, 8 oder 10 Jahre alt oder ich glaube, er war da schon ein bisschen älter. Ich glaube, 11 oder 12 bestimmt. Dann möchte man ja auch mit den anderen Jungs quatschen und das ist echt eine Qual. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie schlimm das eigentlich sein muss. Alleine dieses Sprechverbot, ne? Ja, das ist leider so, dass da irgendwas, ja, so ein irgendwas gibt den Ausschlag, dass da was passiert mit demjenigen. Also das auf jeden Fall, ne? Ja, dann gab es dort einen Pater, und zwar war das der Pater Pütz. Und gegen ihn gab es ganz, ganz, ganz viele Missbrauchsvorwürfe. Dass ganz viele Zeugen haben dieses bestätigt, dass der Pater Pütz wirklich sehr, ja, ich sag mal, gewaltbereit war und auch sexuelle Übergriffe stattfanden. Er hat sich dann so ein paar Jungs rausgesucht, unter anderem war dann auch Jürgen mit dabei, der dann auch zu ihm
aufs Zimmer mitgeben musste. Der musste sich dann in das Bett von dem Pater Pütz legen. Vorher sollte er sich dann ausziehen. Und dann wurde er halt, ja, angefasst und ihm wurde sexuelle Gewalt angetan. Aber das ist ja so ein bisschen so also Machtspielchen, ne? Vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Jetzt mache ich mal irgendwas, damit jeder auf mich guckt, auch wenn es schlimm ist. Aber er ist halt im Mittelpunkt. Wahrscheinlich ging er ja damals immer irgendwie unter, ne? Wurde nicht wahrgenommen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, ja. Und er vielleicht auch Rache, generell Rache. Und ja, dann versuche ich das jetzt einfach mal mit ihm, mit dem Jungen. Und ja, vielleicht ist das der Anfang, weißt du? So, und das ging halt eine Weile. Und dann hat sich Jürgen gedacht, ich halte das nicht mehr aus. Das haben auch, wie gesagt, auch viele gedacht. Aber Jürgen hat wirklich Mut, in dem Moment Mut bewiesen und ist dann da geflohen, kann man so sagen. Er ist da ausgerissen, ist dann aber wieder eingefangen worden. Und dann gab es noch mal einen zweiten Fluchtversuch aus dem Jugendkloster. Bei diesem zweiten Fluchtversuch hat er einen anderen Jungen mit dabei gehabt. Und er erzählte die Geschichte so, dass die beiden an Bahnschienen lang gingen und er dann bemerkte, dass sich ein Zug näherte und er dann mit den Gedanken gespielt hat, diesen Jungen vor diesen Zug zu werfen, warum auch immer. Einfach kam ihm dieser Gedanke, ihn einfach zu schubsen und er gab ihm auch diesen Schubs, also er hat es durchgeführt, nur der Junge konnte sich aber gerade noch so irgendwie retten. Daraufhin ist dieser Junge dann halt immer mit Abstand mit ihm mitgegangen, also so, dass er guckt, dass da nicht noch irgendwas passiert. Und Jürgen sagte dann halt auch in diesem Interview, dass er selber von sich schockiert war, dass er überhaupt sowas in Erwägung gezogen hat, sowas zu tun. Oh Gott, wie schrecklich. Aber ein Gutes hatte es zu diesem Zeitpunkt. Sie wurden wieder aufgegriffen. Er dachte, er kommt wieder zurück in das Kloster Marienhausen, aber er kam nach Hause zurück. Das heißt, dort mit diesem Missbrauch und so weiter, das hatte er jetzt erstmal durch. Da ist er nicht mehr zurückgekommen. Das war das einzig Positive jetzt. Aber er kam ja wieder zu seinen Eltern, was dann auch wieder auf eine andere Art auch nicht so schön war, weil er da ja auch nicht gut behandelt wird. Ja, und als er dann so zu Hause war, entdeckte er dann in der Nähe seines Elternhauses einen alten Bunker oder eine Höhle und die entdeckte er für sich, die fand er sehr interessant und ist da immer hingegangen und hat dann auch teilweise mal Jungs mit dorthin genommen. Und dann ging es dann so weit, dass er dann in dieser Höhle das erste Mal auch Jungs mit Gewalt ausgezogen hat. 1961 hat er dann seinen Schulabschluss gemacht. Ja, machte dann eine Lehre in der eigenen Metzgerei des Vaters, weil er das so wollte, hat er ihn dazu gezwungen. Er wollte das eigentlich nicht, aber damit er halt jetzt irgendwas anfängt, eine Lehre anfängt, haben die Eltern gesagt, dann machst du die Lehre bei uns. 1961 hat er dann seinen Schulabschluss gemacht. Ja, machte dann eine Lehre in der eigenen Metzgerei des Vaters, weil er das so wollte, hat er ihn dazu gezwungen. Er wollte das eigentlich nicht, aber damit er halt jetzt irgendwas anfängt, eine Lehre anfängt, haben die Eltern gesagt, dann machst du die Lehre bei uns. Da gab es dann auch noch eine Szene in dem Betrieb, da ist die Mutter schon wieder ausgerastet und hat mit einem Messer nach Jürgen geworfen. Unfassbar. Ja, also ohne Worte, ne, was da in der Familie abging. Abartig, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwie auch so sexuell irgendwas vorhatte an ihm. Aber für mich klingt das so, als wenn sie ihn einfach nicht in die Selbstständigkeit geben wollte, sondern damit er immer das oder sondern dass er immer abhängig von ihr ist oder von den beiden. Na, guck mal, die Ausbildung ist schon mal beim Vater. Die Mutter lässt sie nicht so richtig los, ne? Deswegen kümmert sie sich so um ihn. Ich sage jetzt mal, ist ja irgendwo auch gut, ne?
Aber dass sie ihn vielleicht, ja, dass er halt einfach nicht selbstständig werden durfte, so, weißt du? Ja, und was natürlich total krass war, ist, dass seine Mutter ihn bis in das jugendliche Alter noch gewaschen hat und er die Kleidung rausgelegt hat. Das ist hier auch noch so ein Ding. Also, welche Mutter wäscht das Kind, wenn es 16 oder 17 Jahre alt ist oder so? Das ist doch, weiß ich nicht, das ist, könnte man ja fast mit dem Wort abartig vergleichen, oder? Was sagst du? Was meinst du? Ja, und dann ging es ja noch weiter. Dann verliebte sich Jürgen auf eines Tages in Volker. Jürgen war zu dem Zeitpunkt 15 und Volker war 12. So, also es entstand eine normale Freundschaft. Er hat sich zwar in den Jungen verliebt, aber es war halt eine normale Freundschaft. Und irgendwann kam dann, so wie Jürgen mal sagte, die Trennung der beiden, und das hat ihn richtig fertig gemacht, dass Volker ihn nicht mehr sehen wollte. Irgendwie hatten die da mal Streit oder so, und das war ganz, ganz schlimm für ihn. Aber jetzt mal was anderes. Hat das nicht irgendwie, wenn das Nachbarn oder so gehört haben, wie die Eltern mit dem Jungen umgehen, damals schon, warum haben die denn nicht das Jugendamt informiert oder so? Das verstehe ich immer nicht. So was kriegt man doch mit. Naja, sie haben ja nicht mit ihm irgendwie so wirklich rumgeschrien, ne? Die haben halt wirklich sich nicht drum gekümmert, ne? Also, wie gesagt, Spielzeug gegeben, ja, spiel mal schön alleine. Alles andere war ja, dass er halt nicht rausgehen durfte, zum Spielen. Und da haben die Nachbarn auch gemerkt, warum ist dann der Jürgen nicht dabei? Ja, weil die Mutter, sie kennen die Mutter und die Mutter ist halt anders. Und die Nachbarn das mitgekriegt haben, dass er von der Mutter geschlagen wurde, das weiß ich natürlich nicht. Das konnte ich jetzt leider nicht rausfinden. Ja, ganz genau. Also er sollte nicht erwachsen werden und nicht selbstständig sein. Ja, das glaube ich auch. Das ist ein großer Punkt in seiner Entwicklung gewesen, auf jeden Fall. Das denke ich schon, ne? Ja, am 6. August 1965 kam es dann zu einer Begegnung zwischen Jürgen und einem einem 13-jährigen Jungen, Peter Fuchs hieß er. Im Interview sagte Jürgen dann auch später, dass dieser Junge einen Scheißpech gehabt hat. Es ist wirklich ein Zitat von ihm. Dieser Junge hatte einen Scheißpech. Und zwar hat er sich, der Junge war mit dem Zug unterwegs und hatte sich verfahren und stand dann so am Gleis und hat sich dann wohl überlegt, zur Polizei zu gehen. War auch schon im Begriff, diese Polizeistation zu betreten, hat sich das aber dann in dem Moment leider anders überlegt und ist dann wieder weggegangen, von der Polizeistation. Und so hat Jürgen ihn dann angesprochen und ihn mit seinem Auto mitgenommen. Ja, Jürgen wurde dann in dem Auto natürlich übergriffig, wie man sich das dann schon hätte denken können. Er fuhr dann in die Höhle und er brachte ihn dort um. Also den 13-jährigen Peter Fuchs, der war dann, ja, also vor allen Dingen hat er ihn stranguliert auf jeden Fall, soweit man das rekonstruieren konnte. Eine Woche später begab sich Jürgen dann auf eine Kirmes und daher auch dieser Beiname der Kirmesmörder. Dort sprach er dann einen Jungen an, und zwar einen 12-Jährigen. Das war Ulrich Karl Weiß. Und er gab ihm Fahrten aus mit Autoscooter und Karussell, wie auch immer, und hat sein Vertrauen somit erkauft. Das war am 14. August 1965. Dann ist er mit ihm wieder im Auto unterwegs gewesen. Also der Junge ist dann wirklich zu ihm eingestiegen, weil er schon so ein Vertrauen aufgebaut hatte. Auch hier hatte der Junge wirklich extremes Pech, so wie Jürgen das sagte. Denn der Türgriff war ein anderer. Das heißt, dieser Türgriff auf der Beifahrerseite, wo der Junge saß, der war verkehrt herum eingebaut. Das heißt, der Junge versuchte krampfhaft aus dem Auto rauszukommen und schaffte es nicht, weil der Türgriff andersherum bedient werden musste. Und das wusste er nicht. Und somit hat er ihn dann ausgezogen, danach gefesselt. Und ja, von der Rückbank hat er einen Hammer genommen und hat ihn dann erschlagen
und ihn dann in diese Höhle verbracht. Tja, und wie Jürgen in der Dokumentation im Interview dann sagt, hatte er dann immer ein, für mich in Anführungszeichen, schlechtes Gewissen. Jedes Mal, wenn er sowas begangen hat, dann hat er ein schlechtes Gewissen. Also für mich hört sich das nach einer Schutzbehauptung einfach an. Schlechtes Gewissen, ich glaube eher so, dass er vielleicht Angst davor hatte, jedes Mal danach oder so, oh, jetzt erwischen die mich oder so, jetzt hat mich vielleicht irgendeiner gesehen oder so, dass er einfach nur Angst davor hatte, erwischt zu werden oder so. Ja, Nadine, dann kam es, wie sollte es anders sein, zum schicksalhaften Tag X, der alles verändern sollte. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich komme gleich nochmal zu diesem Tag, aber ich will nur eins sagen. Man muss sich das vorstellen, die Eltern haben die Kinder immer noch vermisst. Diese Kinder wurden ja noch nicht gefunden. Und diese Angst der Eltern, ich will mir das echt nicht vorstellen. Also, das ist schon alles, das ist schon echt krass. Heftig, ja, aber geil, ne? Natürlich gut für den Jungen gewesen. Ja, und dann? Genau. Und zwar, jetzt kommen wir zu diesem schicksalshaften Tag. Und zwar hat er wieder einen Jungen in diese Höhle verbracht, hat ihn gefesselt und so auf den Boden der Höhle gelegt und hat dann, man muss sich das mal vorstellen, hat diesem Jungen, damit er Licht in der Höhle hatte, eine Kerze hingestellt und ich glaube, da lagen sogar noch Streichhölzer daneben. Dann ist Jürgen, so abgebrüht, wie er damals schon war, einfach losgelaufen zu seinen Eltern, um Abendbrot zu essen. Er musste ja pünktlich zu Hause sein. Hat also diesen Jungen, diesen verängstigten Jungen, zurück in dieser Höhle gelassen mit dieser brennenden Kerze. Und jetzt kam der Umbruch. Denn dieser Junge, also der hat wirklich so einen Lebenswillen gehabt, das ist unfassbar. Er wusste ja auch nicht, wann kommt Jürgen wieder zurück. Und dann hat er doch tatsächlich seine Fesseln mit dieser Kerze. Also er konnte sich befreien, so rum, er konnte sich befreien und ist dann gleich zu den, also gegenüber der Höhle gab es dann schon die ersten Häuser, da ist er dann hingelaufen und konnte dann so die Polizei verständigen und konnte dann auch sagen, wer es gewesen ist. Ja, krass. Ja, die Polizei kam und untersuchte halt nun die Höhle und sie haben natürlich, sie sind ja fündig geworden und haben die Leichenteile der Jungs gefunden. Man muss auch dazu sagen, dass er die wirklich die Jungs zerstückelt hat. Also wie krank muss man eigentlich sein? Es ist schon unfassbar, dass er das solchen jungen Menschen antun konnte, aber sie dann auch noch zu zerstückeln, finde ich echt krass. Also wirklich krass. Er dann festgenommen und er gestand dann die Tötung von vier Jungs und kam dann, also er war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, ja, und er kam dann in die JVA Wuppertal. Ja, und dann die Eltern, vor allen Dingen die Mutter, die besuchten ihn in der JVA und er gab es sogar vor den Eltern zu, dass er diese Taten begangen hat. Das ist auch natürlich sehr krass gewesen für die Eltern. Und ja, natürlich gab es dann auch einen Strafverteidiger für Jürgen und das war Alfred Linton. Und der hat Morddrohungen sogar bekommen, weil er als Strafverteidiger Jürgen verteidigen musste. Ja, Prozessbeginn war dann der 27. November 1967. Weil er über 18 war, wurde er für voll schuldfähig erklärt. Die Prognose sah dann das Gericht aber eher negativ. Keine Chance auf Heilung und er bekam lebenslänglich. Was natürlich auch krass war, ihm wurden die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt. Also das finde ich ja mal, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass jemand, der ins Gefängnis kommt, dass dann einfach so diese bürgerlichen Rechte einfach entzogen werden. Das kennt man so gar nicht, also so komplett aberkannt, ne? Ja, und zwar am 15. Dezember 67 bekam er nach dem Urteil im Gefängnis Asthma und es wurden ihm Beruhigungstabletten gegeben. Ja, das war wahrscheinlich, weil er sich darüber auch so ja innerlich aufgeregt hat, dieses lebenslänglich. Ich glaube, das hat ihn da wirklich ihm echt zu schaffen gemacht, denke ich.
Ja, das kann ich dir sagen, was die Eltern dazu gesagt haben. Die konnten sich das nicht erklären, die konnten sich das auch nicht vorstellen, dass ihr Sohn das gemacht hat. Deswegen war das so schockierend, das Geständnis ihres Sohnes Auge in Auge von ihm zu hören. Der Verteidiger war dabei, der hat ein Interview gegeben, wie die Eltern reagiert haben. Die Mutter hat natürlich total hysterisch reagiert und ist zusammengebrochen. Aber mich würde ja mal interessieren, was haben denn die Eltern dazu gesagt? Ja, dann gab es noch einen Gutachter, der Jürgen bescheinigt hat, dass er in Anführungszeichen krank sei. Er sollte dann in eine psychiatrische Einrichtung verlegt werden und nicht ins Gefängnis kommen. Dies geschah aber nicht, ne? Also er ist dann erstmal im Gefängnis geblieben. Das Urteil vom Bundesgerichtshof wurde dann aufgehoben und die Jugendkammer vom Landgericht Düsseldorf hat dann diese lebenslange Haftstrafe in 10 Jahre Jugendstrafe umgewandelt. Man muss sich das mal überlegen. Natürlich zum Glück plus Unterbringung in eine Heil- oder Pflegeanstalt angeordnet. Dann wurde natürlich Revision eingelegt und es gab einen anderen Strafverteidiger. In diesem Fall wurde zu der Zeit ein ganz berühmter Strafverteidiger engagiert, der aus München kam, und zwar Rolf Bossi, der schon mehrere Prominente vor Gericht vertreten hat. Nur 3 Jahre später, 1974, heiratete Jürgen im Gefängnis eine Schwesternhelferin aus Hannover. Wie hat er die denn kennengelernt? Er war doch noch im Knast, oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Ja, das kann ich dir jetzt auch leider nicht beantworten. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Das hätte mich auch mal interessiert, wie er sie kennengelernt hat. Aber es stand jetzt nur, dass eine Schwesternhelferin ihn geheiratet hat und dann aus Hannover. Ich gehe davon aus, dass sie halt Briefkontakt auch hatten, ne? Es wurde ihm dann auch eine mangelhafte emotionale Entwicklung diagnostiziert, sage ich jetzt mal, weil er sein erstes Lebensjahr ohne bestimmte Bezugspersonen verbracht hat, also nur mit den Krankenschwestern. Da sind sie dann auch noch mal drauf eingegangen. Er war dann halt Außenseiter, also jetzt nur mal die Punkte dazu. Er war der Prügelknabe in der Schule und zu Hause. Er hatte im Kleinkindalter eine Hirnschädigung erlitten. Das hatte ich halt nur in diesem Fall bei dieser Auflistung bemerkt. Das wurde vorher gar nicht erwähnt. Das wurde hier halt nur hier erwähnt, im Kleinkindalter. Und ja, er wurde einfach weggegeben und das unnötig ins Heim. Es war ja nicht notwendig, ne? Und daher wurde ihm bescheinigt, dass er eine ganz, ganz große Wiederholungsgefahr bei ihm besteht. Am 15. November 1972 kam er nach Eichelborn. Und Eichelborn sollte dann, also man hat sich dann halt so verständigt, die Ärzte und auch vom Gericht und so weiter, dass sie irgendwas machen wollen, dass er dann ja nicht mehr rückfällig werden kann, sag ich mal. Und ja, die erste Instanz wäre gewesen eine Hirnoperation, die durchgeführt werden sollte. Ja, und dann kam es natürlich zu dem verheerenden Zwischenfall. Bei dieser OP wurde das Narkosemittel falsch berechnet. Es wurde ihm viel zu viel Narkosemittel gegeben. Und man nannte es einen Narkosezwischenfall, der aufgetreten ist. Und somit ist er auf diesem Operationstisch verstorben. Dieses wurde dann aber abgelehnt. Und 4 Jahre später, also 1976, sollte dann eine Kastration folgen. Ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Ableben, ne? Er war schon eine Weile im Gefängnis, aber das, ja, das war jetzt ein Ende. Das konnte man natürlich nicht voraussehen, ne? Ja, jetzt noch einmal zu den Opfern. Die hatte ich mir noch mal einmal notiert. Das waren dann zwischen 1962 und 1966 vier Jungs im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Also Klaus Jung 8,
Peter Fuchs 13, Ulrich Karl Weiß 12 und Manfred Grassmann 11. Also von 1968 bis 1976 kam ein US-amerikanischer Journalist, der hieß Paul Moore, der kam in Briefkontakt mit Bartsch. Das war auch sehr interessant. Ist ja heftig. Krass, wo ist er denn da gelandet? Heftig. Die beiden tauschten sich dann rege aus mit insgesamt 250 Briefen und Bartsch erzählte ihm ausführlich seine Lebensgeschichte, die er dann 1972 in einem Buch veröffentlichte. Dieses Buch hieß oder heißt das Selbstporträt. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses krassen Falles einfach von Jürgen Bartsch. Wie ich ja schon gesagt habe, gibt es auch eine Dokumentation auf YouTube, die wirklich sehr, sehr informativ ist. Wie gesagt, mit vielen Interviews. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken, wenn ihr euch dafür interessiert und Lust drauf habt, auch mal Jürgen Bartsch zu sehen. Da gibt es Aufnahmen von ihm, da gibt es sein Interview, die Tonaufnahmen. Also er spricht wirklich sehr gut. Da ist also Hut ab, das denkt man so nicht. Und diese Dokumentation heißt Nachruf einer Bestie. Ja, Nadine, dann sind wir heute schon am Ende der ersten krassen Folge, wie ich finde. Wir haben aber für euch auch eine Instagram-Seite eingerichtet. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir mit euch dort kommunizieren können. Also schreibt uns eure Meinung zu diesem Fall. Wir werden da auch jetzt Fotos posten, damit ihr seht, wie sieht Jürgen Bartsch aus. Wir werden gucken, was wir euch denn da noch präsentieren können. Und die Seite heißt Time-for-Crime. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ja da uns schreiben würdet. Ihr könnt uns auch Fälle schicken, was wir mal machen sollen. Wir sind da wirklich für alles offen. Wie gesagt, das hier ist unsere allererste Folge. Und ja, dann übergebe ich erstmal Nadine das Wort. Nadine, wie fandst du denn jetzt eigentlich diese Folge? Lass uns einfach mal deine Gedanken hören. Ja, sehr interessant, furchtbar, Mann, Mann. Aber nochmal das mit dem Zerstückeln, ne? Ja, das hat er ja dann auch gelernt durch seine Ausbildung, ne? In der Fleischerei. Habe ich mir vorhin auch schon fast gedacht, dass er sowas machen wird. Oh mein Gott, ey. Echt krank, ne? Ich bin gespannt, was du nächstes Mal ablieferst. Ja, also ich fand es fürs erste Mal gut gelungen und ich fand es schon schlimm, aber ich bin ja echt, manchmal denke ich bin echt krank, ne? Also es ist genauso wie mit Horrorfilmen, wenn ich mir Horrorfilme angucke. Also so eine Alien oder Dämonen oder Geisterscheiße, das schockt einfach nicht. Ich brauche echt Blut, ne? Bei mir muss das richtig, richtig krank sein. Deswegen finde ich jetzt die Folge okay. Also bei mir kann das ruhig noch ein bisschen brutaler abgehen. Oh, hört sich voll böse an, aber ich bin einfach so. Ich bin froh, dass ich das nicht sprechen muss. Ich gebe nur meinen Kommentar dazu und finde es aber total spannend und bin gespannt, was du noch so für Fälle anbietest. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder um einen sehr interessanten Fall geht. Und würde einfach sagen, vergesst nicht, Instagram einzuschalten, Time-for-Crime. Da sind wir zu erreichen. Schreibt uns gerne Fallvorschläge und natürlich zu diesem interessanten Fall eure Meinung. Wir freuen uns auf euch und ja, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.